Ja, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier im Soltau Ostpark. Bezirkspokal, zweite Hauptrunde, MTV Soltau gegen SV Teutonia Uelzen begrüßt mit uns unsere Heimmannschaft, den MTV Soltau. Im Tor mit der Nummer 1 Ben Hirschmann, mit der Nummer 4 Leon Abend, mit der Nummer 5 Finn-Ole Töter. Neu im Team diese Saison dabei, Meso Celik mit der Nummer 8. Thies Linsmann hat die Nummer 10, Jamie Gonzalez mit der 14 auch neu in der ersten. Nummer 17, Josip Popov. Die Nummer 20, Edin Hamidic, neu dabei. Simon Kahnwald aus der A-Jugend mit der 21 hochgerutscht. Die 23, Daniel Begemann, auch neu. Herzlich willkommen im Team. Und auch die Nummer 40, Hassan Togut. Herzlich willkommen zu Hause. Des Weiteren auf der Ersatzbank die Nummer 22, Lukas Töter mit der Nummer 11, Alexander Dabovic auch dir. Herzlich willkommen beim MTV Soltau. Erstes Heimspiel für dich. Die Nummer 5, Niklas Ibello, auch dir herzlich willkommen in der ersten, aus der A-Jugend hochgerutscht. Des Weiteren dabei mit der 18, Jan-Niklas Linsmann, und die 19, Kemal Kaska, trainiert für die Mannschaft von Matthias Grabs und Timo Sonnenberg, unser MTV Soltau. Ach, spielt im Liegen. Ja! Oh nein! Komm, Hassan!
Ja! Ja, liebe Fenster Fußballdecke, das waren die 10 vom Bezirkspokal MTV Soltau gegen Teutonia Uelzen. Bei mir Martin Eggers. Hi, Martin, was haben wir für ein Spiel gesehen? Also erste Halbzeit, ich habe gerade noch mal auf meinen Zettel geguckt. 7:2 Torchancen meiner Meinung nach von den MTV Soltau. Uelzen geht trotzdem 1-0 in Führung. Kurz was über die erste Halbzeit. Ja, also ich sehe uns in der ersten Halbzeit auf jeden Fall vorne. Mit ein bisschen mehr Chancenauswertung, ein bisschen Cleverness, Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Geht das hier schon in eine andere Richtung? Ja. In der ersten Halbzeit, das hat Uelzen uns vorgemacht. Wir haben gleich die erste Chance, gleich ergriffen, zack, zugeschnappt. Und ja, insgesamt ist es dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ein bisschen ja, in die andere Richtung gekippt. Ja. Wobei es auch kein allzu deutliches Übergewicht war. Also ich denke, die letzten 10 Minuten macht Uelzen richtig Druck, aber ja, die anderen Minuten davor in der zweiten Halbzeit MTV genauso stark, finde ich. Ja, ich habe gerade schon mit Daniel gesprochen, also im Endeffekt eine Top-Leistung, auf die man aufbauen kann und auf die man, finde ich, auch stolz sein kann. Gut, jetzt verliert man im Elfmeterschießen, aber Leben geht weiter, denke ich, oder? Genau, also das war, wir sind immer noch in der Vorbereitung, es sind 2 Wochen, ist unser erstes Punktspiel. Wir müssen immer sehen, wo wir noch im letzten Jahr standen, ja, wie knapp wir auch die Liga gehalten haben und das ist auf jeden Fall jetzt der richtige Weg. Wir haben keinen großartigen Konterfußball gespielt, sondern haben den Ball auch laufen lassen und ja, genau, wir können stolz drauf sein und sind es auch. Also, ja. Das, denke ich, waren Abschlussworte. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es dann das erste Mal im Bezirk heißt, nur der TSV. Euch wünsche ich halt auch viel Erfolg und ja, wir sehen uns am Honigfest Freitag in Wietzendorf. Genau, wir freuen uns. Euch auch. Ciao. Ciao. Ja, moin moin, liebe Fans der Fußballecke. Das waren die 10 zum Spiel. Und zum Spiel braucht man natürlich einen Ball. Und das Spielgerät in der neuen Bundesliga-Saison gibt es hier bei Intersport Lange.